Ich grüße meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadon zu einem neuen Part. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Warum zum Geier sind wir in Rhino City? Ja, das liegt daran, dass wir jetzt hier runter auf die Route, die Routenzahl weiß ich jetzt nicht wirklich, aber ja, Route, vielleicht wird es hier angezeigt. Naja, dafür haben wir nicht Zeit. Wir müssen runter zu dem Champ in dieser Region. Der wartet auf uns in so einer verlassenen Route in der Stadt, also Route 4. Der auf Route 4 wartet, der auf uns. Und der möchte mit uns so eine Wüstenruine durchsuchen und hofft darauf, in dieser Wüstenruine dann eine Art heiliges Teil zu finden, was uns helfen wird, das legendäre Pokémon zu beschwören. Im letzten Part mehr dazu. Ja, im letzten Part wurde alles ordentlich erwähnt. Ein Topschutz eingesetzt. Davon haben wir genug hier. Und davon werden wir auch genug brauchen hier. Und damit wir nicht auf viel zu viele wilde Pokémon treffen. Okay, gegen die müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Nein, nicht? Okay. So. In dieser Richtung Wüstenresort. Eine echt sandige Angelegenheit. Ja, da wollen wir hin, ins Wüstenresort. Es wird heute wüstig. Okay, die wollen uns hier nicht herausfordern. Gut, gut. Denn halt nicht. So, wir müssen hier, glaube ich, relativ weit nach oben. Sternstaub gefunden. Okay, hier haben wir zum Glück genug Platz. Anders als in Pokémon in Gelb, da haben wir nicht so viel Platz im Beutel, dass der Beutel begrenzt. So, der dort, den meine ich. Da wollen wir ran. Da geht's weiter mit der Story. Genau hier. Stopp, Zwergi! Da kommt auch schon Scheren auf uns zu. Das dort ist der Eingang zum alten Palast. Du bist wirklich unglaublich, Zwergi. Du hast es tatsächlich noch vor mir bisher geschafft. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Tja, der hat halt kein Schutz-Item mit. So ein Pech für ihn. Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Lauro ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Und hinein geht's. Hier werden wohl einige Kämpfe auf uns warten. Vermute ich mal. Unter anderem der hier, der jetzt kommt. Jo, auf geht's. Erster Kampf hier in der Wüstenruine. Allein hier zu sein erfüllt mich bereits mit einer wundersamen Macht. Kleiner Schluck aus meinem Kaffee, der noch warm ist. Na, lauwarm zumindest. Wir müssen mal austrinken hier, bevor er kalt wird. Kalt schmeckt dann nicht mehr ganz so super. So, Brandstempel. Schwer sollten die Herausforderungen hier im alten Wüstentempel nicht mehr werden. Also, so war ich zumindest in Erinnerung, dass es allzu schwer nicht werden dürfte. Insomnian. Was für ein Hässling bist denn du bitte? Versteh's nicht, wie man sowas programmieren kann. Wie kann man so ein sauhässliches Pokémon einfach in die Welt der Pokémon setzen. Ich weiß es nicht. Von dir scheint eine ganz ähnliche Aura auszugehen oder so ähnlich. Texte verfliegen immer zu schnell. So, schätze ich muss da weiter. Ja, ich muss da weiter. So, dann kämpfen wir mal gegen den Kumpan hier. Okay.
Gegen einen von beiden muss ich kämpfen. Na, ja, gegen gar keinen. Man schafft es auch so. Oha, wen haben wir hier? Viridus. Meister geht es. Will es so. Es gilt nur herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mal, ob das Zeug dazu hast, den Plasma zu schlagen. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Nö, muss ich nicht. Er kündigt nur an, dass ich gegen den Plasma kämpfen muss. Und zwar gegen ihn. Natürlich. In der Weise will sich nicht mit mir abgeben, aber lässt seine Scheren gegen mich kämpfen. Von mir aus. Schwach genug sind sie ja. Ich habe mir schon viel über dich gehört. Du sollst deine Pokémon ja regelrecht schinden. Ich und meine Pokémon schinden. Alles klar. So, letzter Schluck. Bah, Prost. Der letzte Schluck Kaffee ist weg. Noch war er warm. Macht es alle, bevor es kalt wird. Wir haben auch Eiskaffee in Dosen. Aber der schmeckt nicht so doll. Und den gammelt jetzt da nur rum im Kühlschrank. Bis er verschimmelt. Steht zwar lieber auf so lauwarmen Kaffee, weil davon beruhigt mir nicht die Schnauze, aber so ganz Eiskaffee, das. Ah, nee, das mag ich dann doch nicht. So, Rockmane. Ein Dampfwalze, vielleicht bringt es das. Ja, ist eigentlich, glaube ich, völlig egal, was ich einsetze. Team Plasma ist eh so schwach, dass ich da keine Angst vor haben muss, um besiegt zu werden. Na, noch ein Pokémon, noch ein Rockmane. Was? Ich habe schon zwei besiegt. Wo war das ärgste Pokémon? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Tja, so schwach war das wohl. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich das besiegt habe. Ihr habt es ja gesehen. Hoffentlich habt ihr mitbekommen. Es würde mich wundern, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Ja, dann war es halt wirklich viel zu schwach, wenn ihr es nicht mal mitbekommen habt. Ich habe wohl gerade über Kaffee gesprochen, während ich es besiegt habe. So, dann rutschen wir mal hier runter durch den Treibsand. Sand geschluckt. Zwiege hat das Item Top-Trank gefunden. Zwiege verstaut das Item Top-Trank in der Medizintasche. So, der nächste bitte, oder was? Na denn, wir haben jetzt deinen Pokémon. Team Plasma-Rüpel. Komm schon, du musst verlieren, damit meine Pokémon glücklich sind. Jetzt muss ich deine Pokémon befriedigen. Das, ja, das wäre dir recht, ich weiß. Das würde dir gefallen, wenn ich deine Pokémon glücklich mache, damit, dass ich dich gewinnen lasse. Und denkst du, Scheiß werde ich dich gewinnen lassen. Geht ja auch nicht, das wird richtig schwer für mich. Das wäre ein richtig schwerer Brocken, dich gewinnen zu lassen, mein lieber Plasma-Rüpel. Das wäre eine Sache, eine Aufgabe, die ein bisschen zu schwer für mich wäre. Es wäre etwas kompliziert. Guck, Mada! Na dann, her damit. Ich lass dich nicht gewinnen. Wie denn auch? Die Zeit habe ich dann auch nicht, dass ich dann mir. Und die Attacken habe ich gar nicht mehr. Hätte mir ja aufheben können, dass hier Ben mal ja Silberblick hat, dann könnte ich immer Silberblick einsetzen und ihn dann irgendwie nach einer Stunde mal gewinnen lassen, aber du, hey, nicht um deine Pokémon glücklich zu machen. Genieße halt einige EP-Punkte und Ben besiegst Team Plasma Rüpel natürlich. So, dann wollen wir mal weiter hier. Nein, ich wollte da nicht rein. Hilfe. Das war ein Fehler. Mist. Und da wollte ich hin. Oh, so geht's natürlich auch. Ist da nur das Item? Dann müssen wir da nicht lang, oder? Wenn da nur das Item ist. Okay, ich schätze, wir müssen. Schutz wirkt nicht mehr. Sofort einen neuen einsetzen. Na gut. Ach, da ist so ein Erstloch wieder. Und Treibsand-Dingens. Da müssen wir also durch.
Der Wandel dieser Welt kann nur unter großen Mühen und Schmerzen geschehen. Ach Mensch, die mit ihrer verkorksten Ideologie. Das werde ich nicht verstehen. Diese Teams immer in den Pokémon-Editionen, das ist eigentlich immer. Bisher war Team Sky wirklich ganz debil, aber. Und die anderen, ja gut. Also, Team Flair war wirklich. Oh, zwar noch halbwegs. Deren Logik ist natürlich immer noch irgendwie ein bisschen bescheuert, aber. Aber Team Flair war, glaube ich, noch das angenehmste von allen Teams, die ich bisher gesehen habe. Team Sky war wirklich schmerzhaft. Das war so unterste Speigrenze, so kurz so. Kurz vor, ich will nicht mehr. Da hätte ich teilweise manchmal gesagt, ich gebe auf, ich will nicht mehr. Schön, dass es bald wieder dran ist. Guck mal, Ultramond kommt auf euch zu, geht auf mich zu. Na herrlich, da freue ich mich schon drauf. Team Sky wieder zu sehen. Team Plasma ist ja so eher mittelmäßig. Das ist schön bescheuert, aber auch nicht zu bescheuert, dass es schmerzt. Also so ein bisschen der Mittelweg. Hat es noch so ein bisschen Stil, hat es. Also ein bisschen cool, dieser Hauben so. Na, cool ist das nicht, aber macht so ein bisschen Eindruck. Team Rocket ist natürlich der Starter-Dingens. Das erste Team macht alles vor, aber ja. So, die sind auch erstmal höllisch dämlich, dass sie mir zeigen, wo ich lang muss. Wenn der Rüpel hier woanders stehen würde, wüsste ich nicht, wo ich lang müsste. Aber so zeigt er mir, dass ich unbedingt da durch muss. Die zeigen mir direkt den Weg zu ihrem Chef. Das ist doch auch irgendwie ein bisschen grenzwertig, würde ich sagen, oder? Würde jeder seine Pokémon freilassen, müsste sich keiner mehr um Sieg oder Niederlage streiten. Naja, so würde ich das jetzt mal nicht sehen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass da die Pokémon die Mittel zum Kampf sind. Ich sag's ja mal so, wenn die Pokémon jetzt hier alle freigelassen sind und die Trainer keine Pokémon mehr haben, müssen sie sich mit anderen Sachen bekämpfen. Ihr wisst, was ich meine. Und dann würden Kriege nicht mit Pokémon-Kämpfen bestritten werden, sondern Holla die Waldfee. Da würde ja ein großer Boss hier von Team Plasma mich nicht mit einem schwachen Pokémon-Team bedrohen, sondern mit einer hübschen MG hier. Das ist dann nicht mehr ganz so lustig. Ich wollte da vorbei. Kacke. Naja, holen wir uns erstmal das Item hier. Sonnenstein. Okay. Wie kommen wir jetzt zurück? Wir müssten eigentlich ein bisschen weiter. Ach so, da müssen wir runterrutschen. Da steht schon das nächste Team. Habe ich es jetzt versaubeutelt oder was? Muss jetzt wieder ganz zurück. Au, Kacke. Au, Schande. So, hier entlang. Ach so, ja, da muss ich runter. Wie immer dieser Sand hier. Fress dann immer Sand hier. Es ist immer so räudig. Schutz wird nicht mehr. Was soll es? Oh, ich weiß schon, wo ich lang soll. Danke, Team Plasma, dass du mir weiterhilfst. Ja, der will natürlich sofort kämpfen. Die will natürlich sofort kämpfen. Es ist nun mal unmöglich für einen dummen Trainer, das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Hey, hast du mich hier gerade dumm genannt? Der hat sich bestimmt selbst dumm genannt. Das meinte sie für sich selbst. Der hat gesagt. Der hat sich selbst gemeint. Ja. So wird es gewesen sein.
So, die sind vergiftet. Okay, das finde ich nicht so toll. Wir haben aber noch ein Gegengift. Das können wir benutzen. Das hilft hier an dieser Stelle. Und dafür ist sowas da. Und einmal Dampfwalze hier. Können wir das Kleopatra mal kampfunfähig machen. Jo. 3 Pokémon hat er. Hat sie natürlich. Entschuldigung. Lisa reicht Level 30. What? What? Das kannst du lernen. Das kannst du gerne haben. Nee, kannst du nicht. Deine Attacken sind gut genug. Base mal deine Attacken. Die sind so sind. Die passen. Unrat Hytox. Ach, das ist. Ist das dein Ernst? Das ist dein nächstes Pokémon. Okay, okay. Einmal Brandstempel. Hab ja schon mal gesagt, ich mag Unrat Hytox. So. Das geniale Beispiel dafür, wie man einfach mal Scheiße produzieren kann bei der Erstellung von Pokémon. Das ist einfach ein Müllsack, aus dem die Kacke rausquillt. Der Müll, den man reingesteckt hat. Dampfwalze. Und es kann nichts. Nicht mal seine Weiterentwicklung kann was. Ist einfach nur schwach. Spieler besiegt Team Plasma-Rüpel. Zu dumm. Ja, zu dumm. Du sagst es. Holen wir uns das Item noch, bevor wir dort wieder durch den Sandstrudel rutschen hier. Och nein, nicht schon wieder. Langsam rechts auch. Immer dieser Sand in meiner Fresse. Zu zweit? Nein, einzeln. So ein Mist. 2 Kämpfe hintereinander. Wir kämpfen für unseren jungen König. Nicht mehr und nicht weniger. Aber was ich denke, wenn jetzt 2 gekommen, bedeutet das aber auch, dass wir schon fast da sind. Dass dann schon die Vorhut sind, dass da nicht ohne Grund 2er stehen. Dass die den finalen Sandstrudel dort beschützen, weil da unten der Boss wartet. Denke ich mal, dass das so ist. Dampfwalze. Ja, die sind einfach langweilig, die Kämpfe hier. Sind nicht zäh, sind nicht schwer. Sind einfach nur irgendwie öde. Weil es immer dasselbe ist. Sind auch dieselben Pokémon. Sind immer dieselben Typen, immer dieselben Muster, immer dieselben Kampfverhalten. Das ist irgendwann auch langweilig, wenn man dann so eine hintereinander gegen 10, 15 Team Plasma-Rübel kämpft. Das ist dann. Macht dann irgendwann immer wieder immer weniger Spaß. Das ist dann. Ist man dann froh, dann da raus zu sein. Deshalb dürfen es auch nicht zu viele sein, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Dann darf es dann auch irgendwann vorbei sein. Ein Brandstempel. So, zu Rorex besiegt. Es geht ja zum Glück schnell. Also, die Kämpfe dauern zum Glück nicht zu lang. Eure Majestät, ich bin untröstlich. Schön, dass er mich Majestät nennt. Hat's endlich mal jemand mitbekommen, dass ich der Zwergfürst bin. Hat's mal wer mitbekommen. Ich fürchte aber allerdings, dass er nicht zu mir gesprochen hat. Deshalb, ja. Werde ich wohl weiterhin mit dem Du leben müssen. Tja. Zwergfürst und Du. Naja. Ich beschwere mich ja nicht. Aber diese Rüpel, die könnte mich mal gefälligsterweise mal höflich ansprechen. Diese Scheißrüpel, die könnte mich mal mit Respekt behandeln und mich nicht immer zu so schwachen Kämpfen herausfordern. Da gebührt sich ein bisschen mehr Respekt einem Fürsten gegenüber. Nee, Leute, ist natürlich nur Spaß. Ist nur Spiel. Dürfen mich natürlich weiterhin auch du sein. Und bitte Zwergi und du. Versteht doch meine Späße oder was? Oder nimmt er das jetzt ernst?
Ach, scheiße, Mann. Was soll denn der Mist? Scheren, du auch genug Sand geschluckt? Endlich eingeholt. Ich hab so viel Sand geschluckt. Das muss doch echt nicht sein. Los, kommt her zu mir. Oh, Dietzes. Den habe ich lieb gewonnen in dieser Let's Play-Reihe. Sieh an. Da ist also die ganze Bande versammelt. Ihr gebt euch ja alle redlich Mühe, Zekrom, das zweite Drachen-Pokémon zu Leben zu erwecken. Doch den Dunkelstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn, fühle dich geehrt, Zwergi. Unser König hat dich auserkoren. Soll dein Herz von dem einzelnen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt, und erlange seine Anerkennung. So dann wirst du unser König in einem letzten, entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen und die Kunde vom Ende der schmachtlichen Knechtschaft unserer welcher die Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von die Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Ihnen die Freiheit schenken? Wünschen sich die Pokémon denn, von ihren Trainern getrennt zu werden? Die Menschen ihre Pokémon zu rauben, ist es das, was ihr unter Freiheit versteht? Hört. Champ Lauro höchstpersönlich meldet sich zu Wort. Nachdem vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon eine schwere Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfe zurückgezogen und den Topf hier befohlen, fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wachen. Seitdem durchstreifst du ziellos die Einmalregion, und obgleich dich ein so erbitterliches Schicksal ereilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist? Die Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben? Wir sind die Plasma, und unser König wird den Menschen von einer beweisen, dass er stärker ist als der Champ, der die Pokémon nur knechten will, genau wie einst der Held der Einmal gegründet hat. Wird auch unser König mit der legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Reshiram und für unseren König ein angemessenes Schloss errichtet. Ich werde siegreich sein für alle Trainer, die ihre Pokémon lieben. Und für alle Pokémon, die ihre Trainern vertrauen. Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen wird. Bist du hier geblieben, nur um mir das zu sagen? Beleidigen kannst du dir sparen. Du tust mir Unrecht, Lauro. Allein die Güte, die in meiner Seele wohnt, und das zutiefst empfundenes Mitgefühl, ja, aufrichtige Nächstenliebe liegen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund. Ich möchte dir lediglich die unnötige Pein und vor allem jene Schmach ersparen, die dich gewiss zu dem Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelnder, ja gebrochener Menschen, insbesondere die ermattende, von tiefer innerer Leere kündigende Dunkelheit in ihren Augen mich für einen Zustand überschwänglicher Freunde versetzt, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Nun denn, der Friede sei mit dir. Was der Moment sein, der Friede sei mit dir hat. Lauro, was hast du jetzt vor? Ich kehre zurück zur Pokémon-Liga und stelle mich an. Allerdings ärgert es mich damit, genau nach dem Wunsch von Jezes zu handeln. Und was ist mit dem Dunkelstein? Lauro, gehen wir doch erstmal nach draußen. Ja, gute Idee, hier ist die Luft. Zu stickig.
Da fehlen mir gleich Worte. Das werde ich nie verzeihen. Das werde ich ihm nie verzeihen. Was macht dieser zwielichtige Endos im Schilde führen? Möchte er durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachenpuppen beweisen, dass er im Recht ist? Der Visocaster klingelt und stürzt dieses Gespräch. Zwergi nimmt den Anruf an. Zwergi! 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 Hallo Zwergi, bist du da? Ah, endlich habe ich dich an der Strippe. Hör mir jetzt gut zu, Zwergi. Lass alles stehen und liegen und komm auf der Stelle zum Museum von Septerana City. Auf der Stelle, hörst du? Ich meine das sehr ernst, in Ordnung. Los, nimm die Beine in die Hand. Ja, Professor, ich komme. Ich konnte die Stimme der Tochter von Eberhard Esche bis hierher hören. Sie schien ja völlig mit den Nerven am Ende zu sein. Was mag da nur vor sich gehen? Ich mache mich sofort auf den Weg zum Museum von Septerana City. Er fliegt davon und ich werde gleich folgen. Und ich werde nochmal in einen Palast eingehend unter die Lupe nehmen. Ich kann und will einfach nicht glauben, was diese Scharlatane von Jezis gesagt haben. Begib dich jetzt am besten beschleunigst zum Museum von Septerana City. Jo, flieg, mein Pokémon, flieg! Bring mich nach Septerana City. Vielen Dank, mein liebes Pokémon. Septerana City, da sind wir. Oha, was geht hier ab?